Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Extinction. Diese Folge seht ihr mal aus der Sicht vom Smitty. Der hat mir seine Aufnahme zur Verfügung gestellt, da ich ja meinte, mitten im Kampf mein Nickerchen zu machen, weil mein PC leider abgestürzt ist und die Folge damit unrettbar verloren war. Schauen wir uns zumindest einen Zusammenschnitt an von den Dingen, die in der Folge passiert sind. Wie gesagt, nicht aus meiner Perspektive, sondern aus der vom Smitty. Aber dann kriegt er zumindest vom Inhalt nochmal das meiste mit. Dann, ja, sorry. Aber ihr verpasst dann zumindest nicht alles. Dann schaut mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallöchen. Herzlich willkommen zurück bei Ark Extinction. Mit dem Smitty. Moin. Von dem Weide. Oh. Wir warten hier in unserem schicken Zähmkäfig. Mich haben sie wieder losgeschickt, da ist ein Rex. Scheiße. Den wollen wir aber nicht. Den kannst du behalten, den bringst du bitte nicht mit. Das ist auch nicht, das ist nur ein 85er AG. Warte mal, hier ist er. Jetzt, oh, den muss ich da irgendwie wegkriegen, ohne dass er mit dem Rex kämpft, wenn es geht. Alter, ist der agil. Wow. Hab ihn am Haken. Na gut, ich bin bereit, die Tür zu schließen. Da gehen die Tore schon auf, ich sehe es. Kann sich aber an die Seite stellen, ne? Ganz neben das Tor. Von da aus kannst du es ja auch zumachen. Ja, ich weiß, ich wollte nur gucken, wegen, dass es hier da drin ist, deswegen. Achso, ja. Und ich muss mal gucken, dass ich ihn treffe. Das wäre ganz gut, aber vielleicht kriege ich es auch. Ja, ich komme noch ein Stück. So, Feuer frei. Drin. Du. Tür ist zu. Perfekto. Sehr gut. Pass nur ein bisschen auf beim Schießen, ne? Oh, ich habe erstmal nicht getroffen. Ja, ich zweimal nicht. Ich habe zwar getroffen, aber es hat nicht gezählt. Ja, oder so. Das habe ich jetzt. Jetzt habe ich die Wand getroffen. Bleib doch mal ruhig. Wir wollen doch gar nichts Böses. Genau. No. Gar nicht in den Kopf getroffen. Genau auf den Kopf. Aber ja, das geht glaube ich nicht. Das will er schon fliehen. Hab ich auch schon mal gehabt. Also entweder haben sie den Hitmarker da irgendwie kleiner gemacht. Oder hat wieder nicht gezählt. Oh, bei mir zählt gar nichts hier. Er haut ja schon ab. Also lass mal, ich gucke mal. Ja. Oder greift er noch an? Nee, ich guck mal. Oh, bleibt doch mal locker. Ja, ach, die Hälfte nicht mal. 2000 von 4,8. Wie kannst du das überhaupt nochmal umstellen? Das war mit dem Omnicolar, ne? Ja. Mit Taste N bei uns, ne? Taste N, genau. So, wir sind bei 3000 von 4,8. Schießt mal ein bisschen langsamer. Aber ihr könnt noch, ja. 3,6. Nicht, dass er wirklich noch drauf geht. 800 Leben hat er noch. Wir sind bei 4000. Okay, dann. 4,3. Wir brauchen 4,8. 4,8. Hm. Denke mal jetzt noch ein bis zwei. Siehst du? Ja. Ja, wartet. Könnte reichen. Ja, tickt hoch. Ja. Sehr gut. Guck da den Furzknoten an. Ach, sieht doch schon ganz schön sonnenknallt aus. Ja. Oh, das war ja nur ein 12er. Was? Aus Versehen den falschen hergezogen. Ja, das wäre was. So eine 0 ist ja eh nichts wert, ne? Nee. Kommt drauf an, ob es vorne oder hinten steht. So, ach so, das Kibbel habe ich, glaube ich. Mhm. Komme nicht dran. Doch, geht. So, 4 Stück, bin ich mal gespannt. Sollte ja reichen. Sollte an sich reichen. 600 Leben nur noch der Lappen. Ah ja, willst du machen. Die Agentarisse von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Oh, 1800. Ja, ein bisschen aufgelevelt dann. Vielleicht hat er dafür einen anderen Wert, der gut ist. Ja. Ja. Aha, das kann ich mir auch angucken. Wir brauchen ja erstmal nur einen halbwegs vernünftigen Greifvogel mit ein bisschen Ausdauer. Richtig. Wenn wir dann eigentlich richtig guten vielleicht mal drankommen, können wir auch mal züchten. Gibt es ja immer noch einen kleinen Bonus drauf. Würde mir das auf der Stelle mal angucken. Angriff hat aber auch gut. Oh, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also das Beste ist Sauerstoff, dann kommt Angriff ist gut. Ja, Leben und Tragkraft, es geht. Durchschnitt. Ausdauer da unterdurchschnittlich. Okay. Eine Glasschiebetür, ein Fenster hier, kannst du auch machen. Selbstverständlich eine Glasschiebetür, natürlich. Ja, bitte. Und es zieht, kommen wir mal zu. Okay. Gut, dass es hier noch völlig offen ist. Ich bin noch nicht ganz fertig, hier kommt noch was dran. Sieht das immer so aus? Ich habe mit der Mod ja auch noch nicht gebaut. Ist es das normal, dass hier so diese Balken? Ja, ohne die Balken könnte ich da drauf, wenn ich hier nicht offen lassen will, das Dach nicht drauf bauen. Ach so, ja, okay. Ja, die Schrägen und dafür musste ich halt irgendwas hinbauen, weil ich wollte keine Wände, weil ich wollte es ja offen lassen. Ah ja, okay. Hier raus und da bleibt nur, dass ich dann, habe ich gesehen, da gibt es solche Balken und dann ist das eine gute Lösung. Okay. Dein Wohnzimmer soll offen bleiben? Na gut. Ja, lass dich überraschen. Ja, selbstverständlich. Bin gespannt. Da kommt ja noch was. Ich habe erst noch nicht weitergebaut. Das ist nur die Vorhalle. Nein, so groß wird es dann auch nicht. Vorhalle. Denn welcher Seite schiebt man denn hier? So. Ah, ne, ist. Wie geil, kann ich da auch raus? Sehr gut. Okay, ich werde mich da drüben ansiedeln. Eigentlich wollte ich hier ganz zum Wasser runterbauen, aber mal gucken, vielleicht klappt das noch. Lauf. Hier sind 4 Rechse. Lauf. Hier sind 4 Rechse. Boah, der beißt schon auf einem rum, oder was? Ja, ich wollte es eigentlich mal weglocken. Ich habe ihn brüllen gehört. Ja. Ich würde sagen, gib dir selbst die Sporen. Ah, jetzt sind sie gerade unterwegs. Ein 60er, ein 10er und ein 15er. Und jetzt kommen sie zum Zähmkäfig. Ich bin weg. Ich könnte sie mal reinlocken, ne? Das könntest du machen, ja. Zumindest 1-2 erstmal. Oh. Da muss ein Tyrannus irgendwie dabei sein. Nee, oder? Rexe können das jetzt auch. Das scheißt sich, der pippt in die Hose, dann kannst du nicht mehr richtig dich bewegen, ne? Oder? Nee, das war nur so ein Dunst eigentlich. Einer ist drin. Aua, der kriegt mich durch die Steinwand, der Sack. Ist der zweite drin. Und klar, schnell abgestiegen. Wow. Ah. Ich hab die Tür erstmal zugemacht. Aber der dritte ist noch da. Ja. Das war einer. Natürlich der 60er, der noch drin ist. Der noch draußen ist. Der hat. Lass mich lügen. 3300 Leben. Versuch nochmal wegzuziehen, oder? Ich mach's ihm jetzt mal ein bisschen hier. Von dem Geschrei wird mal ein bisschen weggeweht, ja. Da hat der Flucke sich schlafen gelegt, glaub mal sowas. Einfach so. Wo denn? Hier doch oben. Nicht draußen? Doch, hier oben. Ich hoffe nicht, dass jetzt der Rex hier hochkommt. Na, ich beschäftige ihn noch mal ein bisschen.
Kannst du mit deinem Agenthaus eigentlich mal vorbeikommen, mal ein bisschen auf Rump kauen? Kann ich mal machen. Was nur für Schaden? 74. Wollen wir einen kaputten machen, oder was? Ja. Muss ich mir erstmal ein bisschen ausruhen. Das hängt ja ein bisschen fest. Jetzt nicht mehr. User joined your channel. Hallo? Hallo? Ja. Hast du schlafen gelegt? Nein, Folge im Arsch. Viel schlimmer. Oh ja. Ach stimmt, das war ja die lange Folge auch, ne? Na, was heißt lang, aber. Komplett Abschiss. Ach, die ist ja komplett weg bei dir, ne? Ja, ja. Brauche ich ja auch nicht weiter aufnehmen. So, jetzt seid ihr wieder beim Floki zu Gast. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Rexe. Ja. Oh, eine Spinne. Dann lass uns mal die Rexe killen. Zack, weg sind sie. Ja, wahrscheinlich zack, draußen sind sie. Ja, oder so. Dann mache ich aber ein langes Gesicht hier mit meinem Iggy. Da muss ich mal zusehen, wie er Schuh gibt. Den Schwarzen bitte dann nicht auf... Ist ja gut. Schwarzen bitte nicht aufessen. Ach so, ja. Ja. Dann beißt er. Beißt er. Sieht gut aus. Warte mal, den müssen den Weißen glaube ich erst killen dann, ne? Ach, sonst frisst dann auf, ne? Ja, sonst frisst dann auch den auf. Also eigentlich hat er ja keine Akku, aber... Ich treff den gar nicht, der ist aber über mir. Jetzt habe ich mal dieses Tool mal gebaut. Gucken wir uns auch noch mal schnell an. Brauchst du, glaube ich, nur einmal kurz. Ja. Hast du die Haut schon? Habe ich schon die Haut. Brauchst du noch einmal kurz draufhauen, dann können wir den Rest so abbauen. Die sieht gar nicht so gehäutet aus. Nee, irgendwie nicht, aber... Dann zieh die Haut nur auf, das will ich mir jetzt nach unten angucken. Nee, da muss ich erst so ein Ding, so ein Teil verbauen, glaube ich, so eine Plattform. Ja, dann. Ach so, dann ja. Dann kann gut. Ich den Rest abbauen, ja. Jo, bauen wir ab, dann machen wir schon mal eben zurück zur Base. Ich hab das jetzt auch nochmal mit aufgenommen, weil die Folge davor ist mir leider einmal komplett der PC abgestürzt. Das könnt ihr dann nur bei den, in Smittys Version sehen. Ich werde es vielleicht mir von ihm mal besorgen. Mal mit hochladen, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Nicht wahr, nicht? Oder muss ich da wieder was für bezahlen? Nein, das gibt's heute mal gratis. Ah ja, mal gucken. Ach ja, hier hat er sich hingebaut. Guck mir gerade nochmal dein Häuschen hier an. Ja, so viel steht da noch nicht. Ja, eine Plattform. Stimmt, so schön das am Abgrund. Ach ja, der Feine hier. Ist ja quasi auch nicht mehr mit drin. Nee. Gut, ich lerne mal so ein Ding nochmal und baue das mal. Da gibt's aber irgendwie verschiedene, ne? Klein, mittel, groß. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist. Wahrscheinlich wie groß sie dann sind. Die Großen haben dafür, schätze ich mal, ne? Ist das genauso? Ja, eigentlich schon. Ah ja. Ich nehme ruhig mal... Oh. Teuer? Ja. Die Große kostet 1000 Holz, 1250 Stroh, 250 Steine, 50 Metallbarren. Aber die Medium, die geht schon. Ich nehme mal die Medium. Brauchen wir auch schon ganz schön was, aber es kann ja genug Ressourcen für da haben. Brauchen wir einfach mal alles auf hier für den Krams.
macht denn Iggy hier unten? Achso, da bist du drin. Warum nimmst du nicht das große Tor? Das hier, das ist das nicht offen? Wie ist das, das ist, ja, offen ist es, aber... Warum komme ich da nicht rein? Weil das das Durchtor, das kleine ist. Ja, aber da bin ich, von oben bin ich durchgekommen. So. Mach zu. Jo, danke. Ich hab dich gar nicht drauf sitzen sehen. Deswegen dachte ich mir, was macht denn hier der Iggy einfach so? Stell das einfach mal hier hin. Oh, wo ist denn hier? Ja, unten lassen. Ich hoffe, ich kann das dann wieder aufheben. Ja, wir werden es sehen. Da bist du. Das hat natürlich was. Das hat doch was, oder? Das ist die Kleine. Die gehen natürlich auch noch irgendwie richtig groß, aber... Das ist schon ganz so, nett. So, zeigen. Ach ja. So, da kannst du halt immer so, was du hast, ne? Kannst du raus und runterziehen, ja. Egal, genau, welches... Hast du auch noch ein paar Plätze drin, du kannst auch noch als Bank benutzen, oder? Ja. Da kannst du sogar Sattel draufpacken, oh, man kann sogar andere Posen, guck dir das an. Das ist natürlich cool. Das ist also, echt mal ganz geil. So eine ganz große würde ich mir auch noch mal einstellen wollen. Jetzt noch? Oh. Geil. Das gefällt mir mal total, weil es auch richtig gut aussieht eigentlich. Ja, das stimmt wohl. Was kann er noch hier? Ich glaube, es war die Ausgangs, ne? Ja. Ja. Ne, das war die Ausgangs. Ja. So, das Problem an der Geschichte ist... Du kannst es nicht wieder aufnehmen? So ist es. Ich kann zwar, ich kann zwar das Teil raus... Ne, kann ich auch nicht. Nicht den Rex wieder rausnehmen? Doch, ablegen, ja. Doch, rausnehmen. Den Rex kann ich rausnehmen, aber das Teil kann ich... Ja, so teuer war es ja Gott sei Dank nicht. Ne, das mittlere geht noch. Sondern also, reißt es ab und baut das große. Ja, das stelle ich mir dann oben zur Base. Aber sehr geil. Da könnte man ja einen ganzen Trophäenabteilung hier einrichten. Ja, quasi das Ark-Museum. Haben wir was zu tun? Auf jeden Fall. Wir haben ja noch nicht genug hier zu tun. Na, um Gottes Willen. So, willst du mal, Ja, will ich. Mach mal. Tschüss. Nein. vielen Dank fürs Zusehen. Ne, wie gesagt, hier seine Folge hier ist abgeschmiert. Ja. Deswegen alles nur aus der Sicht hier und Boah, du machst mich irre. In der nächsten Folge seht ihr dann wieder wahrscheinlich alles regulär und konform. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen. Zum nächsten Mal. Jo, bis denne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.